Artikelnummer SCP-002. Objektklasse Euklid. Sonderverwahrungsverfahren. SCP-002 muss zu jeder Zeit mit einer geeigneten Spannungsquelle verbunden sein, um es in einer Art Lademodus zu halten. Im Fall eines Stromausfalles ist das Notschott zwischen dem Objekt und der Einrichtung zu schließen und das umliegende Gebiet zu evakuieren. Sobald die Stromversorgung wiederhergestellt wurde, muss das Gebiet so lange abwechselnd mit starken Röntgen- und UV-Lichtblitzen beleuchtet werden, bis SCP-002 wieder mit der Spannungsquelle verbunden wurde und in den Lademodus gewechselt hat. Das Eindämmungsgebiet muss dauerhaft auf Unterdruck gehalten werden. Arbeitsgruppen mit einem Minimum von 2 Mitgliedern sind innerhalb von SCP-002 oder in einem 20 Meter Umkreis zu stationieren. Die Mitarbeiter müssen jederzeit einen physischen Kontakt zueinander aufrechterhalten, um bestätigen zu können, dass eine weitere Person anwesend ist, da die Wahrnehmung getrübt, verzerrt oder sonst durch Nähe zum Objekt beeinflusst werden kann. Personal unterhalb einer Level 3 Freigabe ist der Zugang zu SCP-002 nicht erlaubt. Auf diese Auflage kann mittels schriftlicher Autorisierung durch 2 Level 4 Administratoren eines anderen Standortes verzichtet werden. Führungspersonal, die solch einen Erlass erhalten haben, müssen für Dauer des Kontaktes von nicht weniger als 5 Level 3 Mitgliedern des Sicherheitspersonals begleitet werden. Weiterhin müssen sie temporär ihren Rang und Sicherheitsfreigabe aufgeben. Im Anschluss an den Kontakt wird besagtes Führungspersonal mindestens 5 Kilometer von SCP-002 wegeskortiert, um sich einer 72-stündigen Quarantäne und psychologischer Evaluation zu unterziehen. Falls vom psychologischen Personal grünes Licht gegeben wird, können Rang und Sicherheitsfreigabe wiederhergestellt werden, sobald die Quarantäne beendet ist. Beschreibung: SCP-002 ähnelt einer tumorartigen, fleischigen Wucherung mit einem Volumen von etwa 60 Kubikmetern. Auf einer Seite befindet sich eine eiserne Einstiegsluke, welche in das Innere des Objektes führt. Dieses erscheint als eine normale Wohnung mittlerer Größe im Niedrigmietbereich. Eine Wand des Innenraums verfügt über ein einzelnes Fenster. Von außen ist solch eine Öffnung jedoch nicht sichtbar. Die im Raum enthaltenen Möbel bestehen bei genauerer Betrachtung aus geformten Knochen, gewebtem Haar und diversen anderen biologischen Materialien, die von menschlichen Körpern produziert werden. Alle bisher getesteten Materialien wiesen unabhängige oder bruchstückhafte DNS-Sequenzen für jedes Objekt im Raum auf. Für Details zur Entdeckung des Objektes siehe Mulhausen-Bericht. Querreferenz Dokument 00.023.603. Hinweis: Bis heute war das Objekt verantwortlich für das Verschwinden von 7 Mitarbeitern. Außerdem fügte das Objekt, seitdem es sich in der Anlage befindet, 2 Lampen, einen kleinen Teppich, einen Fernseher, ein Radio, einen Sitzsack, 3 Bücher in einer unbekannten Sprache, 4 Spielzeuge und eine kleine Topfpflanze in seinem Mobiliar hinzu. Versuche mit verschiedenen Labortieren, unter anderem auch höheren Primaten, ist es nicht gelungen, eine Reaktion durch SCP-002 hervorzurufen. Das Verwenden von Kadavern funktioniert ebenfalls nicht. Der wie auch immer geartete Prozess des Subjektes, organisches Material in Möbelstücke umzuwandeln, wird scheinbar nur durch das Einführen von lebenden Menschen ausgelöst. Mulhausen-Bericht. Das folgende ist ein kurzer Bericht, der die Entdeckung von SCP-002 beschreibt. Das Subjekt wurde in einem Krater im nördlichen Portugal entdeckt, den es durch seinen Einschlag auf der Erde geformt hatte. Durch diesen Einschlag wurde die steinerne Hülle beschädigt und das fleischige Äußere des Objektes offengelegt. Ein einheimischer Landwirt fand die Einschlagstelle und berichtete seinem Fund den Dorfältesten. Das Subjekt fand die Aufmerksamkeit der Foundation, als ein Level 4 Agent, der im Gebiet stationiert war, eine kleine radioaktive Anomalie maß, die durch das Objekt erzeugt wurde. Ein aus SCP-Sicherheitspersonal bestehendes Sammelkommando, angeführt durch General Mulhausen, wurde sofort in das Gebiet entsandt. Das Team war in der Lage, das Subjekt in einem großen Container sicherzustellen und erste Tests mit aus dem nahegelegenen Dorf rekrutierten Subjekten durchzuführen. 3 Männer wurden einzeln in das Gebilde geschickt und verschwanden anschließend. General Mulhausen erteilte mit Entdeckung dieser tödlichen Eigenschaft den Befehl für eine Level 4A-Terminierung aller Zeugen, etwa ein Drittel der Dorfbewohner, um eine Informationsverbreitung zu verhindern. Weiterhin wurde der Transfer zur SCP-Anlage Daten gelöscht. Während den Vorbereitungen für den Abtransport wurden 4 Mitglieder des SCP-Sicherheitspersonals aus ungeklärten Gründen ins Innere des Objektes gezogen, wo sie direkt verschwanden. In einer anschließenden Untersuchung zwang sich der Eindruck auf, dass dem Objekt mehrere neue Möbelstücke
gewachsen waren. Mit diesen begann das Innere des Objektes wie ein Wohnzimmer auszusehen. General Mulhausen ordnete sofort die Beschaffung mehrerer Klasse 3 Chemikalien-Schutzanzüge für die verbleibenden Mitglieder des Sicherheitsteams an, bevor diese den Container für die Überführung an die SCP-Verwahrungsanlage auf ein wartendes Frachtschiff luden. Daten gelöscht. Nach der Terminierung von General Mulhausen wurde SCP-002 erneut durch SCP-Mitarbeiter sichergestellt und in Sonderverwahrung in Geheim gebracht, wo es sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt befindet. In Anbetracht des Mulhausen-Zwischenfalls wird Mitarbeitern ohne mindestens einer Level-3-Freigabe der Zugang zu SCP-002s Container verwehrt, sofern zuvor keine Genehmigung von mindestens 2 Level-4-Mitarbeitern eingeholt wurde.